Herzlich willkommen zurück auf dem Berlin Barbe YouTube-Kanal. Fritz von Berlin Barbe und wir sind zurück mit einer Videoreihe rund um Trainingstipps. Und heute reden wir über einen Tipp, der betrifft vor allem die, die CrossFit machen, besser werden wollen, so sich hochzuziehen. Und meistens betrifft es gerade so die schweren Jungs, Gewichtheber, Powerlifter, all die, die gut darin sind, irgendwas mit ihren Beinen hochzuheben und relativ schlecht darin sind, irgendwas sich selbst hochzuziehen, weil es natürlich wesentlich schwerer mit dicken Beinen mit hochzuziehen, als mit Calisthenics Hack Nummer 1. Einfach keine Beine haben, dann geht es alle von alleine. Ja, und um hier anzufangen, bevor wir in die Pull-Up-Stange gehen, wir hatten hier ein Problem, ja. Steckdose kaputt. Ich, Nico, gefragt. Nico, findest du eine Lösung? Was macht Nico? Lösung finden. Nico nimmt einfach eine scheiß Tupperdose und klebt die über eine Steckdose. Nico approved. Wenn es darum geht, besser zu werden in allem, was mit Hängen zu tun hat, ist natürlich die größte Grundlage und der einfachste Weg, besser daran zu werden, sich selbst festzuhalten und auch nach oben zu ziehen, Hängen und das Hängen aktiv als auch passiv in vielerlei Hinsicht in sein Training integrieren zu können. A, natürlich, wenn es darum geht, aktiv Krafttraining zu machen und stärker zu werden, daran sich halten zu können, aber auch in einem Cooldown- oder Mobility-Bereich, wo man einfach nur anfangen kann zu hängen, um, wenn es darum geht, beweglicher zu werden, einfach einen wunderbaren Weg hat, nicht immer nur vom Thorax in die Extremität zu arbeiten, also von der Schulter in die Hand, sondern wenn man den Punktum Fixum, den man normalerweise im Boden hat, und den Punktum Mobile, der hier oben ist, umdreht darin, dass wir irgendwann uns irgendwo ranhängen können, drehen wir natürlich auch unsere Mobility-Ansprüche extrem um. Denn jetzt zieht nicht länger die Schulter den Arm zum Körper, sondern wir ziehen in der Schulter den Körper hoch zum Arm. Und das macht es uns extrem leicht, in einem Lockout, also Überkopf neutral in der Full Range of Motion, Kraft aufzubauen, was uns meistens sehr, sehr schwer fällt, wenn wir hier eingeschränkt sind. In den meisten Fällen haben wir so das Phänomen, dass man nicht gut den Arm hier über Kopf heben kann, aber wenn man sich plötzlich irgendwo ranhängt, und ich zeige es einfach mal von der Seite in der neutralen Position, ist es plötzlich ganz, ganz einfach, dass man so gerade hängt. Denn während normalerweise dann so gestanden wird mit der Mobility und man das irgendwo kompensieren muss, weil man hier nicht die Position findet oder die Wahrnehmung hat, um hier vernünftig über Kopf zu sein, ist es, wenn man das Ganze umdreht, ganz schnell, super leicht, genau diese Position dann nicht hier so zu haben, sondern den Kopf durchzuschieben und hier richtig hängen zu können. Und es liegt einfach daran, dass sich der koordinative Anspruch in dem Gelenk umdreht und es sehr, sehr, sehr viel einfacher wird, das Gelenk richtig zu stabilisieren. Und so als erstes, warum man mehr hängen sollte, ist definitiv aus einer schmerzfrei, pain-free Perspektive und wenn es darum geht, mehr Mobility zu haben. Denn in der aktuellen Situation mit, wir wissen nicht, wo wir trainieren können, müssen viel draußen trainieren, was man immer und viel machen kann, auch wenn man schwer ist und normalerweise zu Hause nur Gewicht hochhebt, man kann rausgehen, sich ein Klettergerüst hängen oder sonst wohin hängen, ohne zu trainieren, sondern es ist einfach nur Hängen des Abhängens wegen. Und deshalb ist das so der erste Punkt, warum man das machen sollte, weil es einfach ist. Es erfordert nicht, dass wir jetzt irgendwie krass trainieren, sondern wir machen es einfach nur, um hier erstmal wieder diesen Bewegungsumfang aktiv unterstützend machen zu müssen. Denn dadurch, dass wir uns selbst halten müssen, haben wir hier permanent Kraft, die umgesetzt wird. Und ich persönlich bin auch ein sehr stämmiger Typ, bin jetzt kein super Shredded-Athlet. Ich mache auch nicht Calisthenics freiwillig oder so. Und ich hatte immer extrem große Probleme damit, mich vernünftig hochzuziehen, vernünftig Muscle-Ups zu können. Und als ich angefangen habe, einfach viel, viel, viel mehr zu hängen und das Ganze zu trainieren, wurde es natürlich auch besser. Am Ende muss man es aber einfach machen und nicht immer sagen, ja, wenn ich das machen würde, dann wird es schon besser, sondern der einzige Weg daran, besser zu werden, ist damit anzufangen. Und dann gibt es natürlich noch ein paar andere Punkte rund ums Hängen, die vielleicht auch noch ein bisschen performancemäßig oder optikmäßig richtig Sinn machen. Über das pure Hängen hinaus kann man natürlich in dieser Position dann auch mal anfangen, darüber nachzudenken, was bringt uns denn eine hängende Position für unser Training. Und die große Grundlage und das, was natürlich den meisten fehlt, ist das detaillierte Ansteuern der richtigen Muskeln für die richtigen Bewegungen. Das sind in der Schulter
die Depression, das Runterziehen, das Heben, das nach vorn bringen, Protraktion, die Retraktion, das Zurückziehen und natürlich Innenrotation, denn das ist die Neutralposition, Innenrotation und Außenrotation. Und das Ganze im Hängen zu trainieren, verändert einfach, wie ich gerade schon gesagt habe, nochmal, was zieht uns wohin und macht viele dieser Dinge zu üben leichter, aber das Ziel sollte letztendlich sein, dass wir das können. Denn gerade wenn es um Muskelaufbautraining, Maximalkrafttraining oder auch Calisthenics, was auch immer geht, die Grundlage ist immer, dass das Gelenk oder die Gelenke in der Bewegung genau das machen, was sie machen sollen und genau von der Muskulatur gehalten werden oder bewegt werden, die in diesem Moment das bewegen sollten. Ist das nicht der Fall, führt es nachhaltig dazu, dass irgendwann irgendwas wehtut, weil Muskulatur, die eine Muskulatur Aufgaben einer anderen nicht richtig funktionierenden Muskulatur übernimmt und dann ist man, naja, wenn man sich übernimmt, irgendwann halt einfach im Eimer und dann sagt der Körper halt, halt stopp, mach das nicht mehr, denn das tut weh. Übertragen aufs Hängen haben wir die wunderbare Möglichkeit, alle Sachen, die wir normalerweise mit irgendwelchen Bändern oder im Push-Up machen, auch hier zu machen. Natürlich begonnen als allererstes mit dem Hängen ganz oben und mit dem nach oben ziehen, also das Runterziehen der Schulterblätter Richtung Hosentasche. Das ist das Erste, was wir natürlich machen können. Und auch die größte Grundlage. Darüber hinaus, dafür drehe ich mich einmal kurz um, können wir nicht nur die Schulterblätter runterziehen, sondern auch noch den Arm näher Richtung Hosentasche bringen, weil hier kein Platz sind. Sobald das muss ich andersrum machen. Das heißt, wir ziehen erst runter und dann nach hinten. Übrigens eine der besten Latissimus-Trainingsübungen, die keiner macht, weil die nicht cool sind, aber einer der besten Wege, das halbwegs isoliert zu trainieren und gibt echt Pump, wenn man es richtig macht. Darüber hinaus kann man in dieser Position natürlich, wenn man sich hochzieht, auch noch vor- und zurückgehen. Das ist dann eher schon advanced. Aber können natürlich hier auch die Rotationskomponenten mit reinnehmen, indem wir in so eine kreisende Bewegung gehen. Und dann wird es auch für mich schon relativ schnell anstrengend im Hängen. Ich einfach wesentlich zu schwer bin dafür, ein Hänger zu sein. Von hier kann man über die Außenrotation sich nach oben ziehen, vorne durchgehen und in der Innenrotation sich runterlassen oder andersrum Innenrotation nach oben ziehen. Das ist das Nächste, was uns super, super viel Impact geben kann, wenn wir auch nur die Möglichkeit des Hängens mal als Training sehen und dafür sehen, dass wir unsere Grundlagen anfangen zu trainieren fürs Hängen, wenn wir sagen, wir wollen Dinge lernen wie Muscle-Ups oder wir wollen im CrossFit die ganzen Kipping-Gymnastik- oder Gymnastik-Sachen richtig können und wir wollen in der Lage sein, nicht immer Schmerzen zu haben, weil wir unsere Gelenke nicht richtig sichern können. Oder wir wollen einfach nur Muskeln aufbauen, aber wir wollen genau die Muskeln treffen und die Muskeln überlasten, die wir gezielt hypertrophieren lassen wollen, also wachsen lassen wollen. Und dafür müssen wir in der Lage sein, die richtigen Bewegungen zu machen und das ist die große Grundlage. Und wenn mir jemand erzählt, Pull-Ups wäre nicht die Nummer 1 Übung, um das Ziehen nach unten und alles, was mit Latissimus und Kur zu tun hat, zu trainieren und die einfachste Art und Weise gerade aktuell, ja, der soll mir mal erklären, wie sich jeder bitte ein Home Gym kaufen kann. Mit einer Rudermaschine, mit Kurzhanteln, mit einem Latzug und all dem, was man bräuchte, wenn man das nicht richtig nutzen kann. Und da kommen wir dann auch schon zum letzten Punkt. Welche Trainingsmöglichkeiten gibt uns denn einfach eine Pull-Up-Stange oder einfach nur die Möglichkeit, irgendwo zu hängen? Und was können wir damit anstellen, außer einfach nur so ein bisschen Mobility und Pain-Free und so ein bisschen Grundlagen, sondern wenn es darum geht, Performance zu kriegen, was machen wir da? Das Wichtigste, was wir natürlich alle haben wollen in irgendeiner Übung ist, was können wir damit anstellen, wenn es darum geht, mehr Kraft zu haben, besser auszusehen oder uns besser zu fühlen. Beim Hängen ist natürlich am Ende das Hochziehen. Oder wir nehmen Hängen einfach nur zum Griffkrafttraining für den Unterarm. Aber alle Jungs wissen, ne, wenn man gerade Homeoffice macht, was für die meisten Singles unter uns bedeutet. Deshalb das Wichtigste, was wir natürlich machen können an der Pull-Up-Stange, ist Pull-Ups. Und zwar in allen möglichen Variationen. Ich finde die ganz geil, weil die all diese verschiedenen Griffe hat. Aber Pull-Ups sind der Nummer 1 Weg, den Rücken zu trainieren. Ja, hier Muskeln zu bekommen, wo ich vielleicht auch noch nicht so viel habe und vielleicht gerne mehr hätte, aber Pull-Ups sind da der Weg. Und natürlich, wenn es darum geht, irgendwie auch seine Maximalkraft zu verbessern. Wenn du stärker wirst im Pull-Up,
und deine Nervensystemanpassung dafür sorgt, dass du besser in der Lage bist, die ganzen Muskelfasern gleichzeitig kontrahieren zu lassen in einer langsamen Zugbewegung, dann wirst du auch besser darin, andere Muskeln langsam kontrahieren zu lassen und zwar ganz viele Fasern gleichzeitig. Dementsprechend ist der Maximalkraftübertrag auch immer da. Aber ich denke, das ist fast jedem klar. Was man aber auch noch nutzen kann, ist, sich einfach nur mal auszuhängen, um runterzukommen und um hier richtig Länge drauf zu kriegen. Man kann das natürlich auch immer aktiv machen, so wie bei dem Mobility-Zeug, aber manchmal will man einfach ein bisschen runterkommen und so ein bisschen die Seele baumeln lassen. Und genau das kann man dort machen. Ich nehme, wenn ich mich einfach nur so irgendwo ranhängen will und nicht mehr diese Griffkraft haben will, nehme ich einfach Zughilfen, baue mich an das Ding ran. Ist übrigens mit dem Gesicht nach da wesentlich komplizierter, um da wieder runterzukommen als andersrum. Dementsprechend dauert jetzt hier gerade eine Weile. Eine Ewigkeit später. Wenn man so die Griffkraft nicht mehr braucht, dann kann man hier wunderbar eine Runde abbaumeln und dann sehen wir wieder wunderbar Nikos, ja, Steckdosenlösung. Wunderbar, einfach mal eine Runde abbaumeln und richtig gut runterkommen. Und wenn einem nicht die Hände einschlafen, ist es sicherlich eine der besten Art und Weisen, um einfach mal nicht diese Kompression zu haben, die man sonst auf der Wirbelsäule, sondern einfach mal so eine Runde hier rumhängen zu können. Und das ist so der letzte Tipp, den ich hätte. Warum hängen oder wofür hängen oder warum öfter hängen und nicht nur mit den Kumpels auf der Treppe vorm Fußballplatz oder vorm Bahnhof, sondern einfach auch mal mit dem eigenen Körper. Am besten öfter als bisher, es sei denn, du hängst schon eine ganze Menge, dann hast du das Video wahrscheinlich gar nicht angeguckt oder du wurdest in deiner Annahme bestätigt, warum du das machen solltest. Ansonsten hoffe ich, das Video hat dir was gebracht, du hast das Gefühl, dass die Videos bei uns generell was bringen. Wenn du es erstmal auf dem Kanal bist und du möchtest mehr von diesen Videos sehen, tu mir den Gefallen, abonniere den Kanal, ja, kommentiere unsere Videos, sag uns, was du gut findest, sag uns auch, was du nicht so gut findest, damit wir das verbessern können. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei deinem nächsten Training. Ich hoffe, wir sehen uns hier bald wieder zu einem weiteren Video auf dem Berlin Babel YouTube-Kanal. Thank you.